Willkommen im Vortrag zu Terraform, über Infrastructure as Code. Ich bin Martin Schütte, ich arbeite als Admin und freiberuflicher IT-Berater in Hamburg, mache viel in Richtung Konfigurationsmanagement, Puppet, Ansible und so das mit der Cloud. Grob, und ich möchte euch ein bisschen zu Terraform erzählen. Gehöre nicht zu HashiCorp, der Firma dahinter oder so, sondern bin in Anführungsstrichen nur Benutzer, aber arbeite jetzt schon länger mit dem Tool und finde es schön und denke, man sollte es zumindest mal gehört haben oder kennen, wenn man in dem Bereich nach einer Lösung sucht. Kurze Einführung, worum es so ganz grob geht oder was die Idee dahinter ist. Alle, oder ich weiß nicht, wer von euch jetzt Entwickler und wer Admins, viele von Entwickler und Admins sind, aber irgendwie fing das mal alles so an, so mit Servern, und dann kam es immer mehr und man wollte verschiedene Benutzer und Dienste auf diesen Servern. Und irgendwann macht es keinen Spaß mehr, das händisch zu machen. Und dann schrieb man sich jede Menge Tools, um irgendwie diese ganze Komplexität mit diesen Servern auch wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, wenn man irgendwie von einem auf 5 auf 100 Server geht, dann kriegt man das irgendwann mal nicht mehr manuell hin mit VI, sondern dann braucht man auch mal irgendwie ein Konfigurationsmanagement-Tool, um es zentral zu steuern, um es automatisieren, um einfach dieses lästige, manuelle Grunt-Working irgendwie so abzunehmen, um das Ganze auf eine höhere Ebene zu stellen. Und das, was wir jetzt bei physischen Servern schon irgendwie so halbwegs im Griff bekommen haben, dass man nicht jeden Einzelnen streicheln und administrieren muss, da denkt man, ist ja schön. Und dann kommt so die Cloud. Und wir sprechen gar nicht mehr von Servern, die irgendwo im Keller oder unterm Schreibtisch stehen oder dann natürlich auch dann doch irgendwie im Rechenzentrum, wo man immer hinfahren kann, sondern wir haben jetzt irgendwelche Services bei irgendwelchen Cloud-Providern irgendwo entfernt. Seien es irgendwie VMs oder sei es so eine ganze Latte an Services oder sei es vielleicht auch der Versuch, die eigene Cloud dann wiederum ins eigene Rechenzentrum zu stellen oder auf eine höhere Ebene zu gehen oder das Ganze nochmal vom anderen Anbieter zu haben. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Dienste, mit denen wir dann am Ende, die wir dann wiederum einrichten müssen, die remote sind, die wir am Ende über eine API bedienen, und das hat Vor- und Nachteile. Diese API ist für mich auch irgendwie so das Wesentliche an so einem Service, was ich nicht selbst machen muss, denn dann kann ich wirklich meine Programme damit reden lassen. Und dadurch, dass dann auch irgendwie so ein Server zu starten nur noch ein Programmaufruf ist, sind wir am Ende auch alle irgendwie Entwickler geworden. Denn in der ganzen Entwicklung minimieren wir irgendwie so diese Blackbox. Man hat immer so ein Handover, irgendwer startet oder kauft mal den Server ein, stellt den hin, verkabelt den, installiert mal das Betriebssystem, installiert mal die Programme, flickt Benutzer an, und irgendwie immer mehr von diesen Teilen automatisieren wir, bis wir am Ende irgendwie sagen, wir stellen jetzt wirklich nur noch die Hardware in und installieren OpenStack oder VMware, und alle Schritte danach sind dann fast nur noch Entwicklertätigkeit, also im Sinne von, ich rufe die richtige Funktion auf, ich starte das richtige Kommando. Hat alles irgendwie Vor- und Nachteile, aber es erleichtert doch sehr viele Arbeitsabläufe und vor allen Dingen macht es viele Arbeitsabläufe dann auch irgendwie transparenter und nachvollziehbar. Dann am Ende komme ich wirklich dazu, dass ich mehr Programme habe und weniger Arbeitsanweisungen, die dann irgendwer richtig durchführen muss, der dann irgendwie blöde Checklisten abhaken muss und am Ende fehlt dann doch die eine Option oder die andere. Sondern ich kann viel mehr wie Software betrachten. Ich kann es replizieren, ich kann es testen, ich kann es abnehmen und ich kann es irgendwie analysieren. Und ich kann es zum Beispiel auch in meinen Bildprozess einbauen. Das ist dann so die Idee, die ich jetzt auch nicht ausführen will, sondern nur in den Raum werfen, dieser Sache mit den Phoenix-Servern oder Immutable-Server. Wenn ich eine neue Software-Version habe, dann installiere ich die nicht auf einem bestehenden Server, sondern ich starte einfach einen neuen Server. Das verhindert, dass sich so irgendwie so Konfigurationsdrift ansammelt, weil irgendwer mal irgendwas geändert hat oder eine alte Version hat es mal anders gemacht, deswegen ist da die Option. Das kriegt man damit, oder das ist ein Ansatz, um das in den Griff zu bekommen, dass man wirklich sagt, ich mache jetzt ein neues Netzwerk für die neue Version, und wenn die neue Version getestet ist, dann switche ich das komplett. Wie gesagt, das ist auch kein Allheilmittel. Ich schiebe diese Blackbox dann irgendwie so ein bisschen, ich mache sie kleiner und ich schiebe sie woanders hin, zum Beispiel in so einen Load Balancer oder in so ein Testverfahren. Aber für sehr viele Probleme, die ich so im Alltag habe, hilft mir das einfach, dass ich sagen kann, alles, was hier nicht in der Blackbox ist, sondern hier in meinem Programm, das ist auch wirklich als Source Code da. Und das ist dann nämlich der dritte Punkt. Ich habe hier nicht irgendwelche Klickpfade, ich muss hier das einrichten und genau nach Checkliste, wie ich schon gesagt habe, sondern ich habe ein Programm, das mir das so einrichtet. Und ich habe dieses Programm ist dann gleichzeitig die Beschreibung dessen, was da läuft. Und ich kann gucken, ja, ist es so eingestellt oder nicht. Und wenn nicht, dann habe ich halt einen Git-Commit, der das ändert. Und nicht, ich logge mich mal irgendwo ein und mache irgendwas. Und mein Mitarbeiter, der gerade im Urlaub ist, wird da nie von erfahren.
Und das ist eigentlich so das, wo man jetzt von Infrastruktur als Code spricht, wo einfach sehr viele dieser Schritte, die früher irgendwie klassisch Infrastruktur waren, ein Ops-Team hat mir da irgendwo mal einen Server hingestellt und jetzt kann ich anfangen, meine Software zu installieren. Da sage ich einfach, ich beschreibe schon als Code in irgendeiner Weise, wie dieser Server aussehen soll. Und dann habe ich auch irgendwie ein Programm, was mit diesem Server startet, weil es in die Cloud geht oder weil es zum OpenStack-Provider geht oder vielleicht auch, weil ich auf meinen eigenen OpenNebula irgendwie dann die API habe und sage, hier mal VM starten, gib mir die IP, das ist alles, was ich brauche. So als Entwickler zum Testen vielleicht. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich nicht alles immer so einfach, wie es sich dann in Hochglanzbroschüren liest, denn ich brauche schon so ein bisschen mehr. Ich brauche zum Beispiel sowas wie so Lifecycle, denn wenn ich die alle gestartet habe, möchte ich die vielleicht auch mal wieder ändern oder stoppen. Das heißt, alleine irgendwie so ein Bash-Skript, was mir sagt, starte mal 100 VMs, reicht mir nicht, wenn ich die danach händisch wieder einsammeln muss. Das möchte ich bitte auch im Skript haben. Dass ich irgendwie weiß, ja, die habe ich gestartet und die gehören zu diesem Projekt oder diesem Release. Und wenn das mal durch ist und das Release veraltet, dann möchte ich die auch wieder löschen können und wiederfinden und alles. Und immer so ein bisschen parallel dazu ist natürlich die Sache, dass wenn ich wirklich Code habe, der jetzt nicht ganz spaghettiartig ist, dann dient der natürlich immer auch so als Spezifikation und Dokumentation des Ganzen. Das heißt, ich kann das auch jemand anderem geben, sei es einfach nur dem Mitarbeiter, der das irgendwie mal reviewt und drüber schaut oder auch irgendwie einem Nachfolger, den ich das abgebe und der kann diesen Code lesen und so doch einen Eindruck davon kriegen, was denn läuft. Und weiß, da laufen auch jetzt nicht völlig andere Sachen, als in diesem Code beschrieben stehen. Ja, und da sind wir dann beim Thema, wir brauchen irgendwie Tool-Support dafür. Und ein Tool, um viele dieser Sachen zu machen, ist eben Terraform. Es kommt von der Firma HashiCorp, die viele vielleicht für Vagrant kennen. Das ist so ein Tool, das auch schon lokale VMs so ein bisschen skriptet und automatisiert. Terraform ist sozusagen deren Ansatz, um entfernte Services zu orchestrieren. Dazu kommen dann noch so ein paar andere nützliche Dinge in diesem Bereich, irgendwie Packer, um VM-Images zu erstellen oder auch Consul, um so Key-Value-Konfigurationsdaten zentral zu speichern, aber die sind jetzt hier nicht Thema. Also Terraform, zum Einstieg, vielleicht um so einen Eindruck zu bekommen, mal eine einfache Konfiguration in Terraform, das sieht dann ungefähr so aus. Ich weiß nicht, welche Assoziationen man so hat, vielleicht so ein bisschen eher wie Puppet als wie Chef und vielleicht so ein bisschen eher wie Nginx als irgendwie reine YAML oder Ansible-Skripte. Aber die grobe Struktur ist vielleicht erkennbar. Man sagt zu Beginn, ich hätte gerne irgendwas bei AWS. Dann legt man einen Provider an. Das ist so der Endpunkt, gegen den man sich authentifiziert und auf dem man weiterhin arbeitet. Und dann haben wir hier zwei Ressourcen und sagen, wir gehen jetzt zu AWS und hätten gerne hier eine Queue und ein Bucket. Und die bekommen so ein paar Attribute, in dem Fall fast nur der Name. Und das würde jetzt schon reichen, um halt gewisse Ressourcen zu starten. Weil eine Queue und ein Bucket alleine noch nicht viel tun, haben wir dann noch ein Programm dazu und gehen zum anderen Provider, in diesem Fall Heroku. Login habe ich mal ausgekürzt und sagen, ich hätte gerne eine Anwendung dort. Die kriegt auch Konfigurationsvariablen und bekommen irgendwie ein Add-on, weil jede Webanwendung jetzt auch MongoDB braucht, wollen wir das auch. Und man sieht vielleicht auch schon so ein bisschen, auch wenn ich etwas vorgreife, hier übergeben wir jetzt Informationen aus den anderen Ressourcen an diese neue. Das heißt, wenn wir diese Anwendung starten, dann können wir ihr sofort sagen, wo ist denn dieser Bucket, auf dem du arbeiten kannst und wo ist die Queue, mit der du dich verbinden sollst. Dadurch habe ich dann diese Verbindung zwischen den verschiedenen Komponenten. Denn wir gehen ja hier zu völlig verschiedenen Diensten. Da könnte neben AWS Heroku, vielleicht läuft noch was bei Google, vielleicht läuft auch noch der eigene DNS-Dienst, den ich per privater API irgendwie da reinfrickel. Aber darüber kann ich dann diese Informationen weitergeben und habe jetzt am Ende irgendwie eine Einheit mit verschiedenen Ressourcen, die alle zusammenarbeiten. Ja, was sind so die grundlegenden Konzepte hinter dieser ganzen Geschichte? Hat man vielleicht schon gesehen, man hat diese Ressourcen und jede Ressource macht erstmal relativ wenig. Die macht nämlich irgendwie genau eine Sache. Einen S3-Bucket, eine Queue, vielleicht einen DNS-Eintrag. Das sind wirklich sehr kleine Einheiten. Wir haben alle diese Create-Update-Delete-Operationen, die kann ich dann irgendwie abbilden. Und da wird so gesagt, in Terraform ist das so die einfachste Einheit, die kann ich dann auf alle Cloud-Provider übertragen und implementieren. Und wenn ich meinen eigenen Dienst habe, muss ich das halt irgendwie einbauen und zur Verfügung stellen. Die ganze Konfiguration ist deklarativ. Also ich hatte eben schon gesagt, irgendwie Puppet statt Chef. Also es wird nicht gesagt, Schritt für Schritt, geh mal erst zu AWS und mach das und erst die Ressource und dann die andere, sondern ich sage einfach, was ich haben will
Und durch diese internen Abhängigkeiten wird es dann, sortiert sich Terraform das schon, weil gesagt wird, das braucht das andere als Konfigurationsvariable, also muss ich das auch erst ausführen und kann dann das zweite starten. Da kriege ich so einen Abhängigkeitsbaum. Und wenn ich dann diesen Baum habe, dann kann ich auch versuchen, diesen Baum so weit wie möglich halt auch parallel zu starten. Das heißt starten, also ausführen und die Ressourcen anlegen. Dadurch ist es dann ja in der Praxis auch relativ schnell, es sei denn, man hat so eine serielle Kette, wo irgendwie jede Ressource auf die andere warten muss. Das geht dann halt nicht anders. Ein paar Konzepte habe ich jetzt so im Fluss schon irgendwie erwähnt. Es gibt irgendwie Provider. Das ist einfach alles, wo es irgendwie ein API-Endpunkt ist, gegen den ich mich üblicherweise auch authentifiziere. Und dann gibt es Ressourcen, das sind so wirklich die wichtigsten Punkte. Ressourcen haben dann auch so ein paar, haben vor allen Dingen Attribute, das sind Dinge, die ich reinstecke, so ein Name und auch Dinge, die ich wieder rauslese. Zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen gesetzt, was sind denn die Zugriffsrechte? Oder, ja, ich weiß nicht, beim DNS-Eintrag, wo zeige ich der hin? Das sind diese Dinge, mit denen ich üblicherweise operiere. Ich habe noch, ich sage jetzt mal spezielle Ressourcen, das sind Datasourcen, da kann ich nämlich zur Laufzeit Dinge auch raussuchen. Zum Beispiel, gib mir doch mal den Wert dieses DNS-Eintrags, weil ich den irgendwo eintrage. Oder ich bin hier gerade bei AWS eingeloggt, gib mir mal meine Benutzer-ID, weil ich die in irgendwelche Konfigurationen eintragen muss. Das ist ganz praktisch, weil man da nicht so ellenlangen Variablen selbst mit reingeben muss, sondern die einfach nachsieht. Und dann habe ich Provisioner, das ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal Glue-Code, da kann ich ja nämlich sagen, wenn ich VMs gestartet habe, dann provisioniere die doch mal hier bitte an dem Chef-Server oder starte mal dieses Shell-Skript. Das ist sozusagen der Hook, um dann auch wirklich inhaltlich Dinge zu machen. Oder wenn ich die gestartet habe, dann starte mal bei mir lokal, dass die an mein Monitoring kommen, Konfigurationsmanagement und so weiter. Das sind so diese Bauklötze und Grundkonzepte in Terraform. Hinter dem Ganzen stehen auch so ein paar Designentscheidungen, über die man immer streiten kann, die jetzt aber einfach so gesetzt sind und so den Charakter dieses Tools auch definieren. Deswegen möchte ich hier auch explizit so aufführen. Zum einen ergibt sich aus diesem Graph, dass ich immer eine Ordnung habe. Ja, wie gesagt, mit diesen Abhängigkeiten. Es gibt immer so Ausnahmefällen, wo ich dann auch mal sagen kann, hier diese Ressource erfordert die andere, weil die Abhängigkeit nicht so klar für das Tool ersichtlich ist. Aber das ist echt die Ausnahme. Normalerweise wird diese Abhängigkeitskette immer selbst gebildet. Und dann, wenn ich diesen Graph ohnehin erzeuge, dann kann ich ihn auch einfach abspeichern. Und das nennt sich dann irgendwie ein Plan, dass ich sagen kann, erzeug mir hier mal, was du tun würdest als Ausführungskette. Und dann kann den meinetwegen auch erst jemand zweites gegenlesen und dann führe ich den aus. Braucht man, weiß ich nicht, wenn man alleine entwickelt, braucht man das selten, weil man selbst direkt drauf schaut, aber man kann sich durchaus überlegen, wenn man größere Teams hat, dann kann man da so einen Workflow bilden oder diesen Plan einfach als Sicherung immer abspeichern, wenn man was gemacht hat, um genau zu dokumentieren, was denn da verändert wurde. Einen großen Haken, den solche Tools so ein bisschen mit sich bringen, ist die Sache mit dem State. Wir hätten natürlich gerne irgendwie alle Stateless-Tools, die automatisch wissen, was denn das Richtige ist. Aber das funktioniert so nicht und damit Terraform diese Ressourcen wiederfindet und verwalten kann, hat es immer den State, das heißt, es behält sich, jetzt zum Beispiel, wenn es eine VM gestartet hat, wie ist denn erstmal irgendwie die ID dieser VM, um die überhaupt wiederzufinden und dann auch diverse Attribute, was ist denn da eingestellt, wie groß ist die Festplatte, wie viel RAM hat die. Das braucht Terraform dann einfach und speichert es lokal bei sich, einfach damit es beim nächsten Aufruf gucken kann, gibt es die VM noch? Sind die Attribute richtig? Hat der Benutzer gesagt, die soll jetzt mehr RAM haben, dann muss ich das mal ändern. Das ist einfach sehr entscheidend in der Arbeit. Insbesondere ist das dann entscheidend, wenn man nicht nur an einem Laptop damit arbeitet, sondern mit mehreren. Dann kann man den noch remote stellen, aber das ist ja eine wesentliche Komponente in der Sache. Deswegen komme ich später nochmal zu. Und eine Sache ist, es ist relativ leichtgewichtig im Sinne von, es versucht nicht intern nochmal irgendwie ein Modell von AWS oder von Microsoft Azure aufzubauen und vorher die Argumente zu prüfen und gucken, ist das plausibel und kann das so funktionieren, sondern solange es ganz grob diese Abhängigkeit gebaut hat, geht es direkt zur API dieses Providers, führt den Befehl aus und wenn die API dann sagt, hier geht nicht, weil, weiß ich nicht, der Name ist zu lang oder der Name enthält ein Sonderzeichen und dieser Dienst kann das nicht, dann kriegt man auch relativ direkt dann diese API-Fehlermeldung zurück. Wenn die API schön ist, sieht man auch schnell, woran es liegt. Wenn die API nicht schön ist und irgendwie so einen allgemeinen Fehler meldet, dann muss man auch mal ein bisschen suchen, was denn jetzt überhaupt genau diese Fehlerbedingung ist, die da anstößt. Das heißt, da hat man wenig Sicherheitsnetz, was einem abfängt. Man sieht sehr direkt irgendwie die Fehler vom Provider und muss dann suchen, woran liegt es denn jetzt genau. Ja? Ist das
denn automatisch? Kann man dann die Changes, wenn es irgendwo abgebrochen ist, kann man Nein. die Changes dann wieder zurück? Also das greift so ein bisschen da rein. Es macht dann eine Ressource nach der anderen, zum Teil auch parallel. Und es gibt kein Konzept des Rollbacks. Das heißt, bei manchen Ressourcen funktioniert es natürlich, wenn ich irgendwie den S-Eintrag ist jetzt wieder zu einfach, den kann ich auch wegwerfen und neu setzen. Weiß ich nicht, sagen wir mal ACLs auf irgendwie so einem geteilten Speicher, die kann ich natürlich irgendwie setzen und dann auch wieder zurückdrehen. Aber es gibt halt auch einfach viele Dinge, die dann, wo der Cloud-Provider sagt, das geht nicht einfach so. Weiß ich nicht, eine MySQL-Datenbank neu erstellen, da muss ich die alte wegwerfen und neu starten und dann gibt es keinen Rollback-Mechanismus. Da muss ich dann auch wirklich versuchen, mit dem Plan vorher zu schauen, was würde an Änderungen passieren. Aber man kann sagen, für dieses Szenario bitte alle Elemente löschen. Das geht auch. Das geht auch. Und was so ein bisschen die Idee dahinter ist, ist, dass das Ganze idempotent ist. Dass wenn so ein Fehler passiert, dass ich dann den kleinen Fehler korrigiere und es nochmal starte. Und mir dann das sukzessive immer zur Zielkonfiguration hinführt. Entschuldigung. Die Frage war, ob Änderungen, wenn Fehler, andersrum, ob Terraform-Änderungen atomar sind. Das heißt, wenn ein Fehler auftritt, ob ich die Möglichkeit habe, das dann auch zurückzurollen. Das ist nicht der Fall, wie ausgeführt. Aber wenn ich den Fehler korrigieren kann, dann kann ich versuchen, weiterzumachen. Und jetzt ist mir entfallen, was ich noch anmerken wollte. Wenn es irgendwo zwischendurch abgebrochen ist, kann man einfach alles löschen lassen, Ach so. in der Definition steht. Ja, also alles, was ich habe, löschen lassen, geht immer. Aber es ist ja meistens nicht das, was ich möchte, wenn ich wirklich schon eine Datenbank irgendwie da drin habe. Da möchte ich den Fehler korrigieren und weitermachen. Ein ganz blödes Beispiel für einen Fehler ist zum Beispiel auch, dass ich in ein RP-Rate-Limit laufe, dass mir der Provider sagt, das sind ja einfach zu viele, dann starte ich es nochmal und dann läuft es. Aber wie gesagt, das ist so dieser offene Bereich, da kann man, ist nicht geplant, dass man Aussagen übertrifft. Ja, die andere Frage. Ja, eine Frage. Wenn man jetzt schon Ressourcen bei AWS zum Beispiel hat, kann man die dann auch importieren? Oder? Komme ich zu. Theoretisch ja, aber ist unpraktikabel schwierig. Jo. Ja, grober Überblick über verfügbare Dienste. Es sind natürlich die großen Cloud-Anbieter. So drei davon sind fett. Da gibt es so ein bisschen so quasi offiziellen Support von HashiCorp. Also bei AWS zum Beispiel gibt es wirklich einen Angestellten, der diese Provider-Sachen pflegt und die sind auch immer sehr aktuell. Bei Azure bin ich mir gerade gar nicht sicher. Die haben immer sehr große Press-Releases mit strategischer Kooperation mit Microsoft und allem. Aber inhaltlich ist es jetzt gar nicht so umfangreich. Da finde ich öfters nicht, was ich suche. Und natürlich irgendwie Google Cloud als dritten Großen im Bunde. Und dann gibt es eine extrem lange Liste von Community-Supported Providers, wo dann wieder dieser Open-Source-Gedanke ins Tragen kommt. Also im Prinzip, wenn ich meinen eigenen DNS-Anbieter habe oder was, oder ich will was Gutes tun, kann ich da dann einen Terraform-Provider für schreiben. Der wird auch recht offen dann aufgenommen, solange ich ein paar Tests mitschicke. Das führt dann aber... Ja, ist erstmal gut, dadurch habe ich viel Auswahl, führt auf der anderen Seite dazu, dass sie extrem unterschiedlich sind. Also gerade OpenStack ist mir irgendwie so positiv in Erinnerung, die haben jetzt schon vor anderthalb Jahren, irgendwie mal als Community gesagt, wir wollen da jetzt rein und die haben dann fast aus dem Nichts in zwei Monaten sehr umfangreichen, gute Abdeckungen geschafft und sind jetzt da drin. Und andere, gerade VMware ist dann doch oft irgendwie so ein Thema, da gibt es dann so wirklich so das Basis. Wenn ich ganz genau weiß, wo das Image liegt, dann kann ich jetzt eine VM daraus starten. Das ist nichts, womit ich sinnvoll arbeiten kann. Das heißt, da muss man dann so ein bisschen schauen, was es gibt. Inhaltlich habe ich schon angesprochen, Ressourcen können irgendwie alles sein. VM ist so ganz das Typische. Alles, was irgendwie da dran hängt natürlich, so das Netzwerk drumherum, ein Load Balancer, so Sachen wie DNS. Das Ganze dann über die Provider hinweg. Aber auch sowas wie ein PostgreSQL-Schema oder eine MySQL-Tabelle. Solange ich irgendwie das mit diesem Endpunkt Provider und Ressourcen modellieren kann, kann ich das dann irgendwie reinbringen. Ja, Provisioner hatte ich ganz kurz angesprochen. Das ist jetzt nicht sehr umfangreich, das ist auch wirklich die volle Liste. Da ist einfach nur die Idee, ich habe irgendwie so einen Hook, wo ich eingreifen kann und dann kann ich meine Skripte starten, entweder lokal oder remote. Da wird auch, glaube ich, nicht viel passieren, weil es jetzt nicht die Idee ist von Terraform, ich habe jetzt hier gleich, ich starte selbst das Ansible-Skript oder das Chef-Skript wie irgendwie bei Vagrant, sondern wirklich nur,
ich weiß, die VM ist gestartet, die Ressource ist fertig und dann bitte mal hier per SSH ein Skript ausführen. Das ist so das Minimum und das ist auch das, worauf ich dann irgendwie aufbaue. Ja, inhaltlich Syntax will ich jetzt gar nicht breit auswalzen. Ich hatte ja schon einen Eindruck gegeben. Üblicherweise gibt es diese HashiCorp Configuration Language, die dann intern nochmal nach JSON konvertiert wird, sodass man sich auch aussuchen kann. Wenn man das selbst mit einem Tool generiert, kann man auch irgendwie JSON reingeben. Man hat Variablen, Interpolierung, bin ich mir gar nicht sicher, und kann darauf so ein bisschen arbeiten, weil man so Sachen wie Netzwerkmasken ausrechnen oder so möchte man dann als Funktion. Das geht dann irgendwie nicht als String-Manipulation. Und man hat immer diesen Attributzugriff, dass man sagt, ich habe hier gewisse Ressourcen, die haben eine ID und dann kriege ich da auch Attribute raus. Man kann dann irgendwie für sich so ein bisschen überlegen, was schöner ist, irgendwie so das HCL oder das JSON, aber das ist einem völlig freigestellt. Diese Code-Snippets werden jetzt zum Beispiel identisch. Ich alleine nehme schon HCL, weil ich Kommentare reinschreiben kann, aber das mag unterschiedlich sein. Ein nettes Feature, was ich auch wiederum aus dieser Graph- oder dieser Abhängigkeitssache bekomme, ist, dass ich mir dann nämlich auch meine Sache graphen kann. Mit Terraform Graph bekomme ich sowas, beziehungsweise sowas in graphvis.dot-Format, wo es ja dann doch so ein paar Unix-Tools für gibt. Und dann bekomme ich irgendwie sowas. Das ist ja bei unserer schönen kleinen Beispielanwendung irgendwie auch schön. Ich sehe so, welche Provider da sind und ich sehe auch die Abhängigkeiten, die daraus abgeleitet wurden. Wenn ich dann wirklich mal was Großes habe, ist es nicht mehr so übersichtlich. Hier wird schon schwierig und hier habe ich jetzt irgendwie so zwei Cluster. Das ist also nichts, was man schön an die Wand hängt, aber wenn wirklich mal ein Fehler ist, dann sieht man so ein bisschen, ob da ein eine übliche Fehlermeldung wäre zum Beispiel, dass dann Terraform auch sagt, da ist ein Zyklus, also ein Kreis drin und das kann ich nicht auflösen. Dann kann man da gucken, wo ist er denn und wie behebe ich den. Vom Arbeitsablauf selbst, Terraform hat irgendwie TF ja quasi Quelldateien in HCL oder JSON und liest die irgendwie ein. Ich kann da noch so ein paar Variablen überschreiben, aber dann kommt sozusagen dieser Planschritt und der wird angewandt. Der wird natürlich dann irgendwie beim Provider angewandt, nicht bei mir, aber am Ende kriege ich dann doch irgendwie so diesen State raus, die Beschreibung dessen, was läuft. Und wie gesagt, am Ende habe ich halt auch noch den Destroy-Schritt, kann ich das komplett wieder wegwerfen. Das ist so ein bisschen so die Arbeitsweise, wie ich mit dem Quellcode umgehe. Ich kann den Quellcode noch so ein bisschen strukturieren und Module, aber das ist jetzt eigentlich auch nur was dann in diesen Plan so mit einfließt. Und jetzt habe ich so ein paar Beispiele, wo ich so auf so Themen punktweise tiefer eingehe, die ich jetzt aber auch nicht in aller Breite ausführen möchte. Das wäre jetzt ein Beispiel für so einen Provisioner. Ich weiß nicht, wer Heroku kennt. Die Idee ist, sie haben so Plattform as a Service. Ich veröffentliche da eine Webseite, indem ich per Git irgendwohin pushe. Und da sage ich jetzt, ich habe hier diese Heroku-Anwendung, die läuft irgendwo und dann habe ich einen Local Execution als Provisioner ran, wo ich einfach sage, füge mal hier dieses Git-Remote-Ziel in diesem Verzeichnis hinzu und mache diesen Push und damit könnte ich da dann die Anwendung veröffentlichen. Diese ganzen Attribute habe ich ja bisher immer nur so gezeigt innerhalb dieses Terraform-Skripts, aber ich kann sie auch rausnehmen. Das heißt, wenn ich wirklich so eine Build-Pipeline habe mit Jenkins, GitLab, Ähnlichem oder auch nur lange Shell-Skripte, dann kriege ich die auch wieder raus, indem ich Outputs hinzufüge. Das ist noch so eine kleine Funktion. Ich definiere mir irgendwie einen Output-Namen und dann ein Value und der Value ist dann irgendwas so innerhalb dieses Terraform-Namensraums und dann kriege ich den am Ende angezeigt auf der Kommandozeile oder kann ihn auch abfragen. Ja, klassischer Fall irgendwie, ich habe was angelegt und hätte jetzt gerne die URL, um zu prüfen, lebt denn der Service, ist er live, tut er was? Oder ja, in diesem Fall natürlich irgendwie Bucket, wenn ich über den was importieren will, dann ist natürlich schön zu wissen, wo der überhaupt liegt. Ebenfalls nur ganz kurz gestreift, ich habe ja gesagt, sie haben auch so einen gewissen Lebenszyklus. Ich kann Ressourcen, die schon mal da sind, auch ändern. Und da gibt es so ein paar Lifecycle-Metaparameter, wo ich sagen kann, ja, das ist zum Beispiel meine Hauptdatenbank, die bitte nie wegwerfen. Da sage ich Prevent Destroy. Das sind so die ganz kleinen Details, die jetzt auch gar nicht tiefgehend sind, die einem aber das Leben echt erleichtern und so ein paar Katastrophen ersparen können, wenn man irgendwie einen Plan hatte, die sonst doch wegwerfen würde. Ja, und jetzt muss ich mal schauen. Ich versuche mal schnell eine kleine Demo, auch wenn ich nicht ganz so gut in der Zeit bin. Wenn ich denn das richtige Fenster finde.
So. Okay, hier. Ich habe hier jetzt im Setup im Prinzip das, was ich auf den Slides auch hatte. Das mit dem AWS und Heroku. Dann bin ich im Verzeichnis und kann einfach mal irgendwie Terraform Plan aufrufen. Und das würde mir jetzt sagen, ich hoffe, das ist halbwegs lesbar mit der grünen Schrift, es würde mir sagen, es wird hier so ein Bucket anlegen. Gut. Und die Queue anlegen. Und die ganze Heroku-Geschichte. Und ich will die jetzt mal nicht groß speichern oder so, sondern ich mache einen Terraform Apply. Weil ich denke, das sieht gut aus. Und jetzt geht er sozusagen zum Provider. Ja, hier AWS legt die an. Füllt dann auch diese ganzen Attribute, die so bekannt sind und gesetzt werden. Und hier ist jetzt auch dieses Local Exec als Provisionierung. Das heißt, an dem Fall habe ich schon die Heroku-Anwendung und lade jetzt meinen Code hoch. Und jetzt kommt das Add-on und dann können wir testen, ob das auch da ist. Das heißt, hier wird jetzt gesagt, complete. Ich habe 4 neue Ressourcen. Und hier am Ende sehe ich meine Outputs. Das heißt, ich kann Terraform Output mir die auch holen. Wenn ich wirklich irgendwie so eine Build-Pipeline habe, dann ist auch irgendwie Output.json ganz praktisch, weil ich da wirklich auch nicht noch irgendwie rumparsen muss, sondern die Daten richtig habe. Ich kann mir einen da, einen einzelnen rausnehmen. Und dann kann ich natürlich auch irgendwie einen Folgebefehl benutzen. Und sehe dann irgendwie, dass mir da was geantwortet wird. Ja, jetzt natürlich absolutes Minimalbeispiel, aber ich sehe im Wesentlichen, ich kriege hier eine Anwendung, die mir so ein paar Werte rausgibt und die hat hier als Umgebungsvariablen auch diese Konfiguration schon bekommen. Das heißt, da wurde es dann durchgereicht, wie ich das gewollt und erwartet habe. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es fällt mir nichts ein, was ich hier gut sagen kann, gesetzt den Fall, ich möchte mal hier das sagen wir mal, ich möchte das hier nicht Postcon nennen, sondern Postcon 12, weil ich dann doch jedes Jahr ein anderes Demo habe. Könnte ich jetzt nochmal sagen, Terraform Plan. Das heißt, jetzt läuft es ja schon alles und jetzt geht es um Modifizierung. Jetzt überprüft es für jede Ressource, ob der State, den es lokal hat, mit dem Remote übereinstimmt. Das ist eigentlich nur ein Refresh und im zweiten Fall gibt es dann eine ganz unleserliche Fehlermeldung, die im Wesentlichen sagt, es wird auch nicht besser, dieser Plan würde diese Ressource, dieses Buckets, destroyen, also wegwerfen, damit der mit neuem Namen neu angelegt werden kann. Ich habe aber dieses Lifecycle Prevent Destroy gesetzt, deswegen geht es nicht. Und das ist dann die Fehlermeldung. Das heißt, ich suche mir jetzt für die Demo und da ich weiß, dass in diesem Bucket auch nichts drin liegt, suche ich mir das und notiere es mal aus. Gleicher Schritt, ich mache nochmal den Plan, er refresht den Remote State, um zu sehen, ob es wirklich so ist, wie die Weltsicht des Tools ist. Und dann sagt er mir hier, er würde alles ändern, weil der Name in allem irgendwie drin steht und es müsste dann alles neu angelegt werden. Aber die Sache ist, hier habe ich sozusagen für jede Ressource so eine Auflistung. So minus plus heißt wegwerfen, neu machen, weil New Resource Required, einfach der Name ist da so elementar, das geht nur, in dem neu angelegt wird. Bei dieser Heroku-App könnte man noch sagen, da ist es nicht so markiert, die würde er sozusagen bestehend modifizieren. Und hier beim Namen sieht man sozusagen die Änderung. Und das Gleiche dann natürlich für die Queue und den Bucket. Das ist jetzt nur als Beispiel, wenn ich wirklich eine größere Sache habe und möchte wirklich ein Attribut ändern, dann ist es natürlich sehr praktisch. Ich muss nicht alles wegwerfen, neu starten, sondern ich modifiziere die Ressource in place. Gesetzt den Fall, die erlaubt es, der Provider und das Datenmodell und die Implementierung dahinter.
Genau, aber ich möchte jetzt hier nicht mehr viel updaten, sondern ich sage mal Terraform Plan Destroy. Das ist so der Query, wenn ich jetzt ein Destroy machen würde, was würde dann passieren? Wiederum in Rot, daher schlecht lesbar, sind die vier Ressourcen, die wären zu löschen. Und damit ich hier nicht viele Sachen rumfliegen habe, räume ich jetzt hinter mir auf und dann weiß ich halt, dieses Projekt oder diese Umgebung ist dann auch wirklich weg. Das heißt, jetzt wird es gelöscht, es gibt noch eine Sicherheitsabfrage. Und jetzt sind die vier Ressourcen nicht mehr da. Und ach so, jetzt fehlt mir natürlich auch die URL. Gar nicht gespeichert habe. Wenn ich jetzt nochmal abfrage, nicht zu sehen, aber ist natürlich irgendwie jetzt hier eine Fehlermeldung, weil ich die Anwendung gelöscht habe. Das heißt, Heroku kann mir jetzt auch nichts mehr ausliefern. Ja, das so als ganz kleine Demo, dass man auch wirklich sieht, wie das so läuft und wie das im Arbeitsablauf ist. Wie Demos das so an sich haben, ist jetzt natürlich ein Minimalbeispiel und auch der einfache Fall, weil ich das komplett bei mir am Rechner habe. Die Hürde kommt natürlich, wenn man das dann wirklich im Team mit mehreren benutzt. Und da kommt dann komme ich auch weiter zum Punkt Features, so kleine Dinge, die ich hier noch einwerfen will, nur um Möglichkeiten aufzuzeigen, nicht um jetzt hier vollständiges Bild abzuliefern. Eine Sache, die ganz kurz waren diese Module. Man hat gesehen, ich kann alles in ein Verzeichnis packen. Terraform hat kein Konzept, also es ist für Terraform unerheblich, wie die Dateien heißen, wie viele Dateien ich habe, ob jede Ressource eine einzelne Datei ist, völlig egal. Ein Verzeichnis ist so die Arbeitsebene und alles da drin wird zusammengesucht. Das ist dann schon die einfachste Möglichkeit zu strukturieren, dass ich sage, ich habe eine Terraform-Datei für die Datenbank und eine fürs Netzwerk und eine für die VM. Aber um auch so ein bisschen vom Spaghetti-Code wegzukommen und so Code-Reuse zu machen, dann gibt es Module, da kann ich im einfachsten Fall einfach sagen, nimm mal dieses Unterverzeichnis und füge das überall ein. Und dann lege ich das Unterverzeichnis auf GitHub und dann kann das auch jeder bei sich irgendwie einfügen. Und wie das dann implementiert ist, ist quasi, dass ich die Variablen und die Outputs wieder nehme als Input- und Output-Variablen. Das heißt, alles, was ich als Variable in sowas reinpacke, das kann ich dann beim Modulaufruf auch benutzen und gebe es rein. Ja, so Basics wie so eine AWS-Region oder wie ist denn hier mein Netzwerk. Und was ich in dem Modul als Output definiere, das kriege ich am Ende als Attribute wieder raus in dem Übergeordneten. Und das ist irgendwie ja sehr simpel und so ein bisschen auch zu Fuß, weil ich dann diese ganzen Variablen durchschleifen muss. Aber es funktioniert und ich kann sozusagen wirklich Blöcke bilden und auch teilen. Sozusagen so Sachen wie, gib mir einfach mal eine MySQL-Datenbank bei irgendeinem Provider. Da habe ich dann wirklich einen abgeschlossenen Block und muss mich jetzt nicht um Firewall-Regeln und Benutzer und alles wirklich immer bemühen, sondern habe hier das Modul einbinden und gut geht's. Habe ich jetzt hier nicht, sondern später in den Links. Es gibt auch so ein paar Community-Module auf GitHub. Ich weiß nicht, ob ich sie so benutzen würde, weil sie nicht die neuen Features nachpflegen, die neue Terraform-Version haben, aber es ist sehr schön, um zu sagen, hier einfach mal eine RDS-Datenbank. Oder einfach mal gucken, wie das denn so aufgebaut ist. Dafür ist es echt gut. Und am Ende ist es natürlich die Idee, dass ich das nicht nur bei mir habe, sondern auch irgendwie per Git oder HTTP mit der Welt oder meiner Firma oder wem auch immer teile. Ja, Example lasse ich jetzt mal weg. Den State hatte ich angesprochen. Ach, den hätte ich mal im Demo zeigen sollen. Wenn ich das denn ausführe, wird dieser State einfach lokal als JSON-Datei gespeichert. Eine große Frage ist immer, ob dieser State dann irgendwie Credentials beinhaltet oder nicht. Grundsätzlich wird gesagt, man sollte den als sicherheitsrelevante Informationen betrachten und zum Beispiel nicht mit offen ins Git einchecken. Die Idee ist, so mein eigenes Amazon-Credential sollte ich eigentlich per Umgebungsvariable drin haben und nicht irgendwie im Terraform-Quellcode. Aber ich kann ja so Sachen machen, wie ich starte einen Datenbank-Server und das initiale Root-Passwort ist dann wieder Teil der Konfiguration. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass dieser State dann sowas nicht beinhaltet, sollte man den lieber als Credentials-Datei, als schützenswürdige Sache betrachten, nicht einfach auf GitHub schieben, sondern irgendwie dafür sorgen, dass der Zugriff geschützt ist. Und was so ein bisschen damit einhergeht, der ist natürlich auch was, wo ich meine Arbeit irgendwie serialisieren muss. Wenn ich drei Personen habe, die an so einem Projekt arbeiten,
dann ist auch wichtig, dass einer nach dem anderen dieses Apply ausführt und sich nicht zwei gleichzeitig Änderungen machen und dann ihren State überschreiben. Das sind so die ganz klassischen Probleme, die man damit hat, wo man sich irgendwie einen Workflow drumherum bauen muss. Es ist natürlich erkannt, es gibt irgendwie auch zig Wrapper-Skripte, die versuchen, das irgendwie zu machen. In den neueren Terraform-Versionen gibt es auch ein Locking für diesen State, also wo gesagt wird, es gibt hier verschiedene Speicher-Backends, der muss nicht in der Datei liegen, sondern der kann auch bei AWS, S3, Consul irgendwo liegen. Und für so gewisse Dinge wie bei S3 und Consul, da wird jetzt auch so ein Locking-Mechanismus implementiert, dass gesagt wird, der andere arbeitet schon drauf, du kannst jetzt hier mal nicht das Apply ausführen. Das kommt halt gerade langsam für die ersten Speichermechanismen. Sicherheit hatte ich schon, kann sich jeder irgendwie denken, den sollte nicht jeder haben. Wenn man wirklich mit vielen entwickelt, ist es schwierig, wo der ist. Die Möglichkeit ist irgendwie so, Tools, die das dann per PGP verschlüsseln, da muss man irgendwie das erst auschecken, dann ändern, wieder einchecken und dann kann es vielleicht verschlüsselt ins Git oder irgendwie ein gemeinsamer Speicher, je nachdem, was man gerade zur Verfügung hat. Was wiederum interessant ist, dass es auch eine Datenquelle sein kann. Das heißt, ich kann von dem einen Projekt den State als Input für das andere nehmen und dann sowas wie eine Teamaufteilung nachbilden. Das habe ich zum Beispiel, jetzt mache ich noch ein neues Fass auf, ich mache mir erstmal dieses hier, Remote State, wo ich sage, ich habe irgendwie ein Projekt, das speichert mir den Remote State, weil das zum Beispiel eine Netzwerkabteilung ist, die baut mir alle VPCs und Subnetze und Firewall-Regeln. Und dann habe ich irgendwie ein anderes Team, das macht die Instanz und das kann dann mit den State importieren und dann irgendwie über eine sehr lange ID da wieder gewisse Attribute rausziehen. Ja, ist glaube ich jetzt auch zu lang, dass man es direkt liest, aber die Idee ist, ich muss wissen, wo der State liegt, muss den reinziehen bei mir im Projekt und dann kann ich da gewisse Punkte rausziehen. Ist einfach sehr nett für diese Kooperation zwischen den Teams, als wären es zwei Module. Aber zur Laufzeit habe ich dann alle Daten zur Verfügung, die ich brauche. Das erspart mir so dieses große monolithische Git-Repo, wo einfach alle reinkommitten, weil alle irgendwie diesen geteilten Zustand oder diese geteilten Variablen brauchen. Darüber kann ich das so ein bisschen abdecken. Eine Sache, die ja eben gefragt wurde, war die Sache mit dem Import. Es gibt so Ansätze dafür, es gibt halt einfach noch nicht die Funktion, dass ich sage, hier ist der AWS-Account, importiere mal bitte alles. Ich glaube, die wird es auch so nicht geben, weil ja jede Ressource irgendwie 10, 20, 30 Attribute hat und man weiß nie, welche ist denn jetzt gewollt gesetzt und gehört zur Konfiguration und welche hat sich einfach so ergeben und kann ja dann auch weg. Das macht es wirklich schwierig, diesen Import auch sinnvoll zu implementieren. Was es gibt, ist, wenn ich genau eine Ressource habe mit genau einer ID, dann kann ich sagen, bitte mal diese VM hier bei mir in den State reinziehen. Und da muss ich mich selbst dafür darum kümmern, welche dieser Variablen sind denn jetzt richtig Konfiguration und welche sind nur so da. Das so als lange Version der Antwort. Im Prinzip gibt es es, aber es ist nicht so, dass ich es wirklich benutzen kann. Das kann ich für einzelne Dinge machen, so die große Datenbank, aber nicht für eine komplette Umgebung. Und eine Sache, auch ganz kurz, es gibt Workspaces, das ist sowas wie eine Umgebung, dass ich sage, ich habe von dem einen Dev und einen Test und einen Pod. In der Version 0.9 hieß es auch noch Umgebung, bis sie dann mal gemerkt haben, der Begriff ist so schrecklich überladen, das ist völlig unbrauchbar. Jetzt sind es Workspaces und ich habe es in der Demo nicht gehabt, weil es ja einfach war, aber ich kann mit Workspace New immer einen neuen Workspace machen und für gewisse State-Backends wie bei S3 kriege ich die dann auch schön nebeneinander. Und wenn ich der Arbeitsablauf ist so, ich lege den Workspace an und dann mache ich irgendwas und dann kann ich mit Workspace Select auch sagen, in welchem möchte ich denn von jetzt an arbeiten. Und ja, es ist jetzt nicht so die All-Inclusive-Lösung, aber es ist sozusagen ein Mechanismus, mit dem ich das abbilden kann und mit dem ich dann nicht selbst noch 100 Wrapper-Skripte drumherum schreiben muss, sondern ich habe so einen gewissen Support, der drin ist. Data Source, auch nur ganz kurz, das ist die Idee, man hat oft irgendwie so, ich sage jetzt mal alte Skripte, wo dann 100 VM-Image-IDs noch drin liegen, so bist du hier gerade in Irland, dann nimm mal die ID, bist du in Frankfurt, nimm mal die. Data-Sourcen lösen das Problem, indem sie sagen, zur Laufzeit wird beim Provider was gesucht, in dem Fall irgendwie ein AWS-Army. Ich habe einen gewissen Filter, mit dem ich suche und dann wird gesagt, dann benutze ich diesen Wert. Es gibt auch eine schöne Data-Source, die nennt sich External, da kann ich einfach ein Skript laufen lassen mit JSON-Input-Output. Da kann ich mir dann, wenn ich jetzt nicht gleich ein Plugin schreiben will, einfach mal irgendwie so, weiß ich nicht, den firmeninternen CMDB-Lookup oder so implementieren. Ich habe hier ein Beispiel, dünn DNS ist am Ende auch nur ein Curl-Kommando.
wenn man eigene Plugins schreiben will, so bisher, Terraform ist in Go lang geschrieben. Das heißt, die Plugins mussten das auch haben. In der aktuellen Version haben sie das alles sehr umgebaut und benutzen jetzt gRPC, so als Standard-RPC-Interface. Ich habe jetzt irgendwie noch keine Code-Beispiele gesehen und auch auf die Schnelle selbst nicht geschafft, sowas zu implementieren, aber in der Idee hat man damit die Möglichkeit, dann auch Terraform-Provider in Python, Ruby, sonst was zu implementieren, solange sie passend eingepackt sind und dann lokal dieses gRPC mit dem Terraform-Hauptprogramm sprechen. Das eröffnet so ein paar ganz interessante Möglichkeiten. Ja, wer wirklich reinschauen will, bisher braucht man Golang. Es gibt eine schöne Bibliothek, die einem so ein bisschen was abnimmt. Man muss diese Quad-Methoden implementieren. Und ein schön einfacher Provider ist MySQL, weil er wirklich nur irgendwie eine Tabelle anlegt mit Spracheinstellung. Da sieht man sehr schön, wie das so mappt von diesen Quad-Methoden auf wirklich SQL-Statements. Ja, ein bisschen aus der richtigen Benutzung. Ja, generelle Probleme, diese Tools immer haben, die auch immer wieder mal auftauchten oder auch eine Sache, die oft gefragt wird, wie teste ich das Ganze? Richtig praktikabel kann ich es nur testen, indem ich meine Umgebung repliziere und normal aufsetze, weil ich einfach nie wirklich nachbauen kann, was mir diese Cloud-Provider an Interfaces bieten oder ob sie vielleicht auch einfach einen Ausfall haben oder ein Versionsupdate. Das ist echt schwierig zu testen. Und ist auch irgendwie im Tool nicht angelegt, dass ich das wirklich tue, außer über noch einen Workspace mit Testumgebung. Provider-Abdeckung ist sehr unterschiedlich. Und manchmal gibt es auch immer so Ausnahmefällen, wo diese Ressourcenmodelle nicht wirklich auf das passt, was sich der Provider gedacht hat. Das habe ich immer dann, wenn es dann so Nebenwirkungen habe. Ich lege hier Ressource A an und Ressource B und beim Provider ist das aber irgendwie miteinander verknüpft. Und wenn das dann in dem Go-Plugin nicht entsprechend irgendwie mit berücksichtigt wird oder so, dann habe ich ja schon mal komische Bugs. Aber das würde ich auch wirklich als Bug klassifizieren. Eigentlich sollte es nicht passieren und bei den großen Providern ist mir das auch nicht aufgefallen. Hier ist jetzt einfach nur das Beispiel, weil ich das mit Heroku schon mal hatte. Und ja, gut, API-Rate-Limits, diverse API-Änderungen, komische Dinge, hätte ich jetzt eben einen längeren Anwendungsnamen eingetragen, statt Froscon irgendwie Froscon Rhein-Sieg-Hochschule, dann wären auch diverse Längenbeschränkungen in AWS-Ressourcen aufgefallen. Das sind so Dinge, die werden da nicht abgefragt. Konkret in Terraform, das ist jetzt echt schwer in Entwicklung. Da ändert sich ständig was und das letzte Release ist auch hier gerade mal von dieser Woche. Da sieht man einfach, dass sie aufholen, dass sie auch durchaus bereit sind, große Dinge umzubauen. Und sind eher so die Kleinigkeiten, an denen man sich dann so ein bisschen stört. Zum Beispiel, dass so Module doch sehr einfach sind und man viel zu Fuß geht und nicht so die Syntax hat für abstrakte Konstrukte. Features habe ich jetzt im Wesentlichen auch vorgestellt. Das soll so ein Streiflicht auf die neue Version sein. Die Workspaces sind neu benannt. Die größte Änderung ist, glaube ich, diese Trennung mit den Providern. Bisher war es alles in einem großen Git-Repo und jede kleine Provider-Änderung musste dann auch aufs nächste Terraform-Release warten, so nächste Woche oder wann. Und da haben sie jetzt mal so den Cut gesetzt und gesagt, Terraform ist jetzt nur noch so das Framework in der Mitte und diese ganzen Provider-Codes, die sind in eigenen Repos. Zu Beginn macht man dann so ein Terraform-Init, das lädt dann auch die richtigen Module nach aus dem jeweiligen Release. Und dadurch hat man das einfach entkoppelt. Es gibt jetzt Versionsnummern für das AWS-Plugin und Versionsnummern für das OpenStack-Plugin und es hängt nicht immer an der Haupt-Terraform-Version. Übrigens in der Praxis auch ein netter Effekt, dieser Terraform State hat die Versionsnummer drin, das heißt, wenn in einem Team jemand updatet, zwingt er alle anderen auch zu updaten, wenn er den State zurückschreibt, weil, ich bin hier auf Version 0.10.2 und mein Kollege und schreibt den State und mein Kollege auf 0.10.1, der sagt, der State ist aber von einer neueren Version, den kann ich hier nicht sicher bearbeiten, update doch mal. Ist es wirklich der Fall, dass man einen Client bei sich lokal laufen lässt oder irgendwie über CI oder zentral auf einem Server? Wie ist so der übliche Use Case? Das kommt jetzt direkt weiterhin im Workflow. Bitte die Frage wiederholen. Entschuldigung. Die Frage war, ob man den Client wirklich bei sich lokal laufen lässt oder nicht lieber in einem CI-Tool auf dem Server. Und es war eine sehr gute Frage, denn das ist jetzt auch so das Nächste, was ich noch zeigen wollte. Für mich allein ist es natürlich immer ganz nett im Client. Es funktioniert auch ganz gut, wenn ich eine Umgebung habe, wo sozusagen jeder Entwickler seine eigene Testumgebung starten kann. Weil ich da alles drin habe, dann hat er die unter Kontrolle.
Aber wenn ich wirklich in sowas wie Integrationstest oder Produktivsysteme habe, dann habe ich da genau dieses Problem mit dem State, dass sie sich nicht gegeneinander überschreiben sollen und auch Zugriffsschutz. Und da wird es einfach sehr viel praktischer, wenn das zentral auf einem Jenkins oder GitLab oder ähnlichem Server läuft. Da habe ich ja einfach durch diese ganzen Features, die mir die Tools bringen. Ich habe irgendwie Authentifizierung, wer darf das ausführen? Ich habe einen Log, was ist denn wirklich passiert? Ich habe irgendwie so die Verbindung mit dem Git, welche Änderung hat denn jetzt wirklich was verursacht? Und ich habe so ganz implizit auch diese Serialisierung. Dadurch, wenn ich einfach im Jenkins einstelle, bitte diesen Job immer nur einmal ausführen. Wenn drei Leute quasi gleichzeitig was committen, habe ich trotzdem dann die serielle Abarbeitung, dass der Jenkins sagt, jetzt kommt erstmal der eine, und dann der zweite und dann der dritte. Und dadurch spare ich mir diese Write-Konflikte auf dem State. Gut, die ganzen Sachen nebenbei natürlich auch. Ich habe immer schöne Logs, ich kann es abgleichen. Diese Sache mit der Sicherung, sicheren Speicher oder Absicherung dieses States habe ich vielleicht auch erledigt, weil dieser Jenkins, wo ich einfach sage, das ist jetzt hier der Firmenserver, auf dessen Festplatte dürfen nur die Leute zugreifen, dann muss auch niemand auf dem eigenen Laptop diesen State mit nach Hause nehmen, sondern der liegt dann da sicher und gebackupt und alles. Ganz analog natürlich, wenn ich jetzt wirklich irgendwie, ich sag mal, Cloud-Infrastruktur habe und lasse das Ganze bei AWS laufen, dann habe ich dort halt irgendwie den Jenkins oder GitLab oder Bamboo-Server stehen. Der ist alles analog, das Tool ist dann egal. Und jetzt muss ich auch glatt mal irgendwie die Folien wieder einholen, wo ich so geredet habe. So als praktische Tipps, ja, Continuous Integration Server hatte ich schon, VCS sollte natürlich auch irgendwie gegeben sein. So das, der Hauptvorteil dieser Tools ist natürlich, dass ich das Ganze irgendwie als Quellcode habe. Deshalb, selbst wenn ich da alleine rum experimentiere, hilft es einfach, da Commits zu haben und zu wissen, wie war das denn vorher mal. Ein Tool, was oder eine Sache, die einem auch oft auf die Füße fällt, sind einfach immer Namensräume. Da hängt es dann wieder sehr am Cloud-Provider ab, wie ich denn meine Dinge überhaupt benennen kann. Also ich hatte in der Demo schon die Sache mit dem S3-Bucket, da kann ich nicht einfach den Namen ändern. Dann wird es auch komplett ein neuer Bucket und die alten Daten sind potenziell weg. Und dann ist die Sache, wie groß ist denn dieser Namensraum? Bei AWS kann ich so einen Bucket-Namen wirklich nur Provider global eindeutig haben. Viele andere Dinge bei den Providern kann ich so nach Region haben. Viele andere Dinge kann ich dann wieder accountweit haben. Da muss man echt so ein bisschen drauf aufpassen. Das kommt dann nämlich spätestens dann ins Spiel, wenn man diese Workspaces benutzt und sagt, ich habe die ganze Sache wirklich repliziert für Stage Test, Entwickler A, Entwickler B. Dann muss irgendwie diese Information auch irgendwie in diesen Namensraum rein, dass ich sage, ich habe irgendwie meinen Projektname und meine Umgebung. Sonst gibt es einfach irgendwie Konflikte. Dann heißen die VMs plötzlich gleich und selbst wenn das Tool die noch trackt über die ID, sieht man selbst nicht mehr, wo es zugehört. Mit vielen Leuten ist das echt ein Problem. Ja, Remote State hatte ich als Beispiel, wie das denn ganz so aussehen kann. Da kann man sich immer diesen HashiCorp-Workflow so ein bisschen ansehen. Also HashiCorp hat neben diesen ganzen Open-Source-Tools auch so Enterprise-Lösungen, wo sie sagen, wir bieten euch das gehostet, wir führen euren Terraform-Code aus und dafür habt ihr bei uns auch die Logs. So quasi das, was man sich mit dem Jenkins-Server nachbauen würde. Ja, habe ich jetzt schon so ein bisschen gesagt, ich würde das mit einem Jenkins-Server nachbauen, aber vielleicht will man sich den Aufwand nicht machen, vielleicht will man da irgendwie per Verträge oder Firmenkonstrukte doch was anderes. Da kann man durchaus schauen, wie die das machen. Selbst wenn man es nicht übernimmt, einfach so als Inspiration, das ist das Problem, was haben die für eine Lösung, was passt für mich? Und da haben sie dann natürlich auch irgendwie schöne Schaubilder, wie deren ganze Toolchain ineinander passt. Gerade wenn man mit VMs arbeitet, würde ich auch sehr empfehlen, sich mal Packer anzusehen, aber wie gesagt, bei uns ist hier Terraform und das ist diese Schiene, um die es geht. Will ich mal ganz kurz schauen, ob ich nichts vergessen habe. Vergleichbare Tools kenne ich in der Form auch eigentlich nicht, deswegen bin ich durchaus begeistert, weil es halt herstellerunabhängig und Open Source ist. Quasi alle anderen sind wirklich von irgendwie einem Cloud-Provider so mitgetrieben, selbst wenn es OpenStack ist, wo natürlich dann das Tool Open Source ist, aber es funktioniert trotzdem nur mit OpenStack und ich glaube AWS. Am ehesten in die Richtung Provider-unabhängig sind dann die klassischen Konfigurationsmanagement-Tools. Ich kann halt irgendwie AWS-Ressourcen auch mit Ansible und Puppet und Solstack verwalten. Da kommt es dann wiederum sehr auf das Modul an, wie gut das ist und wie gut das mit den anderen interagiert. Du hast in der Einleitung gesagt, Ansible wäre auch eins deiner Themen. Ich würde jetzt, glaube ich, einen Großteil der gesehenen Features mit Ansible abbilden. Wir versuchen immer, unsere Toolbox möglichst einzuhalten. Das Einzige, was ich sehe, was Ansible nicht könnte, ist diese automatische Pfadfindung. Da habe ich irgendwas übersehen?
Ja, die Frage war gerade der Vergleich mit Ansible, dass Ansible sehr viel davon abdeckt, bis auf diese automatische Pfadfindung. Das ist korrekt, und was bei Ansible auch immer ein bisschen schwierig ist, ist dieser State, also dass Ansible dann auch die Instanzen wiederfindet. Ich habe da mal reingeschaut, da wird sehr viel dann mit Tags gearbeitet, dass die vor allem dann auch wieder per Tag dann wiedergefunden wird, als von Ansible verwaltet. Muss man ausprobieren. Ich würde jetzt auch keinem sagen, macht es nicht mit Ansible, Terraform ist viel besser. Wenn man einen Ansible-Workflow hat, ist man da sicherer. Im Zweifelsfall kommt es dann auf die Anwendung an. Sind die Ressourcen in Ansible, habe ich die Funktionen, die ich brauche? Es kommt dem schon sehr nah. Und ja, ist jetzt eine blöde Antwort, aber muss man ausprobieren, ob das, was man will, davon abgedeckt wird. Ja, jetzt hatten wir die Open Source, die vom Vendor selbst natürlich. Ja, da gilt jetzt eigentlich das Gleiche. Wenn ich jetzt wirklich nur auf AWS unterwegs bin, dann ist natürlich auch CloudFormation ganz nett. Hat dann auch ein paar Vor- und Nachteile, aber da muss ich abwägen. Ist das durch die Integration besser oder hätte ich gerne irgendwie ein anderes Modell? Alleine schon nicht in CloudFormation JSON Quellcode zu haben, ist schon ein nettes Feature, oder auch diese Updates, aber wie gesagt, ist jedem belassen. Als ich ursprünglich mit Terraform angefangen habe, war halt irgendwie das Totschlagargument, dass ich verschiedene Provider haben konnte. Konnte ich halt wirklich sagen, hier die eine Ressource, dort die andere, und der komische DNS-Provider wird auch noch unterstützt. Das ist dann natürlich irgendwie das Beste, gerade wenn man dann wirklich vielleicht in-house noch eigene Erweiterungen schreibt. Da greift dann wiederum dieser Open-Source-Vorteil, das kriege ich in andere Tools nicht so einfach rein. Ja, so viel als Ausblick, was es denn sonst noch gibt. HashiCorp, so ein paar Links, falls sich jemand die Folien später nochmal ansehen will, die stehen dann natürlich auch online. Die Projekte selbst liegen natürlich irgendwie auf GitHub. Eine Sache, die ich dann doch ganz kurz noch erwähne, es gibt auch irgendwie so ein Kitchen-Terraform, falls jemand mal mit Test-Kitchen für Chef und Puppet experimentiert hat. Ist natürlich nur, um VMs und VM-Setups zu testen, aber gibt es dann auch für Terraform. Terraforming ist irgendwie so ein Versuch, diesen Export mal schöner hinzubekommen, falls man es wirklich braucht, und dann so ein paar Blogartikel zum Einstieg, wer sich wirklich mal ein bisschen näher damit beschäftigen möchte. Ja, Bücher zum Thema. Es gibt jetzt ein nettes O'Reilly-Buch über Terraform, auch von jemandem, der viel dazu gebloggt hat, wie man denn ja, Deployments schöner hinbekommt. Und nicht Terraform-spezifisch, aber durchaus lesenswert ist Infrastructure als Code, wo einfach nochmal so ein bisschen strukturiert gesammelt wird, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und wie wollen wir denn überhaupt auch unsere Infrastruktur mal auf ein Abstraktionslevel bringen, wo man so im Team darüber kommunizieren und damit arbeiten will. Ja, dann komme ich auch fast zum Ende. Ein Hinweis noch, heute Nachmittag gibt es einen Workshop zu dem Ganzen. Das ist, soll dann etwas spezifischer sein, Terraform und AWS. Ja, um 14 Uhr in C120. Wer hinkommt, bitte noch einen Hinweis, kümmert euch in der Mittagspause irgendwie, dass ihr einen eigenen AWS-Account habt. Den muss man nämlich vorher vorher anmelden mit Rückruf. Das wäre blöd, wenn wir das alle drin machen. Falls es ernsthaft Probleme gibt, habe ich auch noch ein paar Gutscheine, aber es wäre doch deutlich einfacher, wenn alle einfach mit einem eigenen Account hinkommen. Das hält sich auch alles im kostenlosen Bereich, der da angeboten wird. Ja, und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und dann will ich euch nicht länger von der Mittagspause abhalten, es sei denn, es gibt noch Fragen. Ich sehe jetzt hier keine, aber allein durch den Workshop bin ich ja noch den ganzen Nachmittag hier und ja, im Workshop und danach ansprechbar. Vielen Dank.